Einem solchen Schwergewicht aus Norddeutschland müssen wir natürlich einen in Bayern geradezu legendären Monolithen an die Seite stellen. Er gehört in einem Atemzug mit Wilfried Scharnagel zum konservativen Gewissen der CSU. Man könnte auch sagen, zu ihrem Sturm- und Drangflügel. Mit Sigmar Gabriel hat er gemeint, dass er einmal Umweltminister war, freilich in Bayern. Ob es zwischen den beiden sehr viele weitere politische Schnittmengen gibt, das wird der heutige Abend zeigen. Herzlich willkommen, Dr. Peter Gauweiler. Und ich begrüße als dritten Mann einen der erfahrensten Diplomaten Deutschlands. Er war persönlicher Referent von Hans-Dietrich Genscher und Staatssekretär im Auswärtigen Amt unter Joschka Fischer. Als Botschafter hat er in Deutschland, in den USA und Großbritannien vertreten und danach die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet. Sagenhafte 14 Jahre von 2008 bis 2022. Er kennt so gut wie alle aus nächster Nähe, die auf der internationalen Bühne vor und hinter den Kulissen Politik betreiben. Und heute Abend ist er bei uns. Herzlich willkommen, Professor Wolfgang Ischinger. Diese drei politischen Schwergewichte übergeben wir nun in die Hände eines Mannes, der uns als Phoenix-Moderator seit mehr als 20 Jahren die Welt erklärt. Ich habe gelesen, dass er im Übrigen Karate und Judo hervorragend beherrscht. Zum Ringrichter der kommenden Stunde ist er damit bestens qualifiziert. Herzlich willkommen, lieber Michael Kohns.